Er hat Uppercut! Also, wen begegnen wir hier? Bitte einen, der gut gegen Wasser ist. Hä? Was? Arctos! Was zum Teufel ist auf dieser Route los? Das jetzt gezeigte ist ein altes Video, das aus einem bestimmten Grund entfernt werden musste. Deswegen laden wir es in zensierter und geschnittener Form wieder hoch. Inhalte stammten meistens vom Zeitraum 24.06.2019 bis 24.06.2021. Ich wünsche euch viel Spaß. Hallo Leute und damit herzlich willkommen zurück zu Pokémon Schweiß Edition 2 Randomizer 5 Life Challenge. Ja, es geht weiter und ich habe das Speicherproblem gelöst, musste mir dafür aber nochmal den ganzen Anspann anhören. Aber wir sind jetzt da und wir gehen gleich dem ersten Pokémon auf der Route, aber wir müssen sehr vorsichtig sein, nämlich wenn es uns K.O. haut, ist ein Leben weg, kann uns aber nicht mehr K.O. hauen. Dann wird das Herz durch das den jeweiligen Tod ersetzt. Oder ich lasse das. Das entscheide ich noch. Auf jeden Fall. Jetzt geht's los. Wir müssen noch die Karte überbringen. Bin gespannt, welches das erste sein wird. Da ist auf jeden Fall ein Ball. Hi Ball. Super. Kein Pokémon gespawnt. Glück gehabt. Hey, du da. LOL, der Champ! Gleich im zweiten Part mal den Champ. Ist er wohl nicht mehr? Ah ja, stimmt. Der war jetzt nicht hier mehr. Deswegen war ich so erschockt im ersten. Wie hat er den Sprung überlebt? Was machst du da? Der hat wenigstens das Richtige gesehen. Okay. Also zuvor sollten wir jetzt ins Pokémon Center. Das ist nämlich sozusagen ein Safe Point, wenn man K.O. geht. So, das haben wir kurz geregelt. Wir hatten ja keinen Kampf, deswegen müssen wir nicht. Habe ich schon. Keine Sorge, Lo. Let's go. Naja, wer weiß, welches Pokémon es er jetzt hat. Route 20. Okay, dann geht's jetzt in Route 20. Ich habe das ganz miese Gefühl, dass wir uns lieber ein Pokémon hätten holen sollen. Was zum? Wird hier fallen? Und jetzt kommt es schon zum ersten Kampf. Das ist ein... Ich hoffe, wir gehen nicht Game Over. Ich habe nämlich kein Pokémon gefangen. Ich dusse. Teenager. Sollten wir gegen ihn verlieren, können wir durch keinen Teenager mehr kämpfen. Verlieren. Erleben. Ja, genau. Er hat einfach ein Ambielo. Ein ganz mieses Pokémon. Das auf Level 4. Wird das der erste Tod? Wenn ich Pech habe, wird das schon der erste Tod. Kann ich in den Verteidigung sinken? Ich hab mein Eingriff wurde gesunken.
muss hoffen, dass ich das Ding K.O. kriege, sonst ist das erste Leben gleich schon im zweiten Part weg. Und das wäre Schrott. Ziemlich Schrott. Scheiße, Kanerta. Sie auch so einen Gegner gleich zum Start erwischen. Aber wir haben ja dafür Tränke, zum Glück. In der Fall der Fälle habe ich ja Tränke extra besorgt. Diesmal müssen wir echt aufpassen. Wir können nicht einfach so K.O. gehen lassen. Und gar nicht, weil wir momentan nur Flamely haben. Und es ist nicht so... Er hat Aquacast! Beep! Wir haben das erste Leben einfach schon im zweiten Part verloren. Im zweiten Part geht das erste Leben drauf. Ein Leben weg. Wird später gegen das Pokémon und den Trainer ersetzt. Also ein Teenager mit einem Mamileo hat uns gekillt. Damit kann weder ein Teenager noch ein Imbalaho uns nochmal killen. Gegen die sind wir jetzt geschützt. Hatte ich auch, aber ich habe nicht erwartet, dass er Aquaknarre kann. Das heißt, wir sollten uns lieber mal ein paar Pokémons noch fangen. Also, wen begegnen wir hier? Bitte einen, der gut gegen Wasser ist. Hä? Was? Bettini? Einfach so? Alles klar! Das ist ja fast so wie im Livestream. Das erste Pokémon. Das war nicht das erste Pokémon dort, das wir begegnet haben. Aber da war einfach wir auf der Route auf der ersten. Und jetzt begegnen wir als erstes wildes Pokémon ein Victini? Mit Special Soundtrack? What the peep? Was ist denn hier los? Erstes Leben schon weg und jetzt ein Victini. Sollte ich mich echt damit anlegen? Ich wag's! Ich wag es! Wir haben auch den Heilball! Bringt nicht viel bei Flammy. Trotzdem sollte ich gleich heilen. Volter war scheiße. Volter. Krank. What the beep? Einfach so ein Vatini. Rücksichtig. Das wäre jetzt natürlich der absolute Hammer, wenn wir es jetzt fangen könnten. Das nenne ich mal speziellen Randomizer-Start. Okay, bevor wir aber den Pokéball schmeißen, heile ich mich nochmal. Lemmy, du darfst nicht jetzt nochmal K.O. gehen, sonst ist der zweite Leben schon gleich im zweiten Part weg. Leute, Bälle. Probier es einmal mit normalen, auch wenn das sehr geringe Chance hat, mein Ding. Ich sag dir, es hat eine geringe Chance. Aber mit einem Bikini habe ich wirklich nicht gerechnet. Ich hätte mit allem gerechnet. Pikachu oder irgendwas Kleines, sogar ein bisschen Samen. Aber doch kein Bikini!
Die Hochwahrscheinlichkeit ist nicht so hoch. Es bricht sofort aus. Wir sind zu schwach, um es zu fangen. Ich probiere gleich den Heilball. Wenn der ausschief geht, müssen wir leider aufhören und das besiegen. Bitte bleib drin. Da! Das war's. Wir müssen Victini leider besiegen. Ich hau den Tank rein. Versuch dann noch einen Pokéball-Wurf. Sollte es dann fehlschlagen, muss ich es besiegen. Ne, wir sind zu schwach mit den Bällen. Wir brauchen Superbälle oder sowas. Victini. Wir müssen später hierhin zurückkommen. Victini. Einsammeln. Oh, scheiße. Ich lebe noch, deswegen muss ich heilen. Wenn mir jetzt K.O. geht, war's das. Für mein zweites Leben. Es ist irre schade, aber Victini ist raus. Das gibt aber eine Menge Erfahrung. War ja auch ein Legi. Energiefokus. Ey, wach. Alles klar, was ist das für ein Part? Was ist das für ein Part? Ich muss jetzt zurück ins Pocket Center und mir neue Tränke besorgen. Zuvor sollte ich mal heilen. Auf jeden Fall muss ich entweder meinen Flammly gut trainieren oder ich baue weiter Pokémons. Ich würde gern weitere Tränke haben. Und wir sind fast pleite. Heieieiei. Einfach mal so ein Victini. Wollte gerade sagen, wenn jetzt noch eins kommt. Nein, Labella. Mit einer Feuerattacke wäre das easy. Aber die haben keine. Er fällt, macht nichts. Labella ist eh nicht so ein allzu gutes Pokémon. Hat sich ein X und Y genutzt, aber ist nur durch die Arena durchgelost worden. Der Liga. Nein, Victini! Oh, Scheiße! Einfach noch ein Victini! Zwei Victinis in einem Park! Peace, Leute! Wir sind zu schwach, es zu fangen. Aber wir können eine Menge farmen. Heilung. Heilung.
Also ich werde auf jeden Fall zurück zu dieser Route gehen und mir ein Bettini holen, sobald ich den XP-Teil habe. Und das ist besiegt. Wir kriegen eine Menge Erfahrung. Eigentlich voll der Farmtrick. Einfach das zweite Bettini im Bad. LOL. Das nächste. Arktus! Was zum Teufel ist auf dieser Route los? Zwei Legis! Was ist das für ein Part? Wir haben erstens ein Leben verloren an ein Pokémon, was gigantisch war von einem Käfersammler. Dann begegnen wir zwei Bettinis und jetzt ein Arktus auf Level 2. Das ist ja die reinste Fahnenhute! Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass Legis so oft auftauchen? Wohlgemerkt ist alles random, ich habe nichts Einfluss genommen. Das sind Erfahrungspunkte, ach du Schande. Nee, nicht so viele, weil es nur Level 2 war. Mal sehen. Wir haben endlich Loot. Das auch noch. Wenn jetzt noch ein Weg auftaucht, ich beende den Part vorzeitig. Eins, was wir fangen können, ein Pichu Kona. Einfach zwei Legis. Ich mach mir gerade ein bisschen in die Hose. Natürlich nicht echt. Nur wörtlich genommen. Tschüssi. Wir haben leider noch keinen vernünftigen Partner gefunden. Zwei Legis einfach, aber naja. Wir können diesen Part wohl nur noch farmen. Zuvor kommen wir nämlich nicht an den Trainer vorbei. Noch ein Arktos. You've been killing me. Machen schnell und beenden es. Gab wenigstens ein bisschen Erfahrung. Wer ist es jetzt? Lieber schon wieder. Moment mal, ist das auf Gras gesetzt? Sind voll die Farm-Pokémons. My Flamly. Ist dann im letzten Haufen, frage ich mich an dieser Stelle. Das will ich jetzt überprüfen. Was ist hier drin? Arktos. Okay, bis zu deiner Attacke. Tschüssi! Arktos, ach du Schande! Hier ist das nächste. Oh, ja, Dopper! Rabigator! Ein Rabigator! Das ist ein Boden-Pokémon! Glück ist mein Family noch nicht Kampf. Ich muss vorsichtig sein. Rabigator ist gefährlich. Ich heile mich lieber. Das wird das letzte Pokémon sein. Danach können wir zum Pokécenter zurück. Wenn uns dann noch eins angreift, fahren wir kurz ab. Aber ansonsten wird das das letzte sein.
Vielleicht können wir es in den roten Bereich bringen und fangen. Nein, es geht drauf. Heieiei. Level 11 für Flammy. Level 11, damit sind wir halbwegs bedient. Ich hoffe, wir schaffen es diesmal an den Käfersammler vorbei. Wir können ja nicht nochmal drauf gehen. Das war kein Käfersammler, das war ein Teenager, ich dusse. Ja, eins kommt noch. Es ist ein Biber. Ab ins Pokémon Center heilen und dann speichern. Was zum Teufel? Was für ein Bart. Den muss ich erstmal verdauen. Wir haben leider keinen neuen Partner, ein Leben verloren, aber dafür eine Menge Legis gesehen. Ein ganz besonderer Bart. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bleibt sozial. Lasst ein Abo da. Und beides muss ich jetzt erstmal verdauen. Und im nächsten Part wird da oben dann auch die Besiegten zeigen. Ciao. Stop what's moving. I'm changing my life and I won't look back ever again.